Es war einmal eine Familie. Sie wollten nach Afrika. Südafrika ist so groß und warm und heiß. Und deswegen wollte Reise nach Urlaub machen in Südafrika. Liebe Kinder, mal bitte reisen, warte ich. Wir fliegen nach Südafrika. Ich habe noch Flugtickets. Ja, schon bestanden, sagten alle Kinder. Dann sind sie unterwegs. Alle Kinder weiß jetzt Bescheid, packen alle Sachen ein, wenn sie Südafrika-Reise mitnehmen wollten. Jetzt ist alles pickt und fertig im Auto, fährt nach Flughafen. Schon sind die Flughafen angekommen und da kommt die Durchsage. Und er sagte nämlich, Flugzeug ist frei gegeben. Dann fliegt alle gemeinsam los. Nach unten ist Erde so klein, so ewig lange fliegen, bis sie da sind. Auf einmal hört sie Ruck. Dieser Aufprall schreite alle Leute durcheinander, ängstigt, stürzt eines Tages in Busch in Südafrika. Alle sind tragisch aus dem Leben gekommen. Einer überlebte. Und das ist, bin ich. Dieser Aufprall hört die Schrecken der anderen Tiere. Alle Tiere waren geschrocken. Aber einer geschrocken sind die Löwen. Sie merken es aber nicht. Löwen kommen erst abends raus des Vollmonds. Kommt es zu sich. Langsame Leiche heran, war jenen war schon da. Jenen kommt ganz knallharten Bomben kämpferisch los. Harten Kampf. Aber gewonnen hatte der Löwen. Denn kaum in den Busch abgehauen in jenen, war geschrocken in jenen. Jene warten droht langen Ohren auf sie. Ich war der eine kleine junge Baby. Die Baby lag in der Korb, plagt ihn leid. Er ist ganz alleine. Alle ganzen Familie war tot. Ich war Mutter sehr allein in der Wildnis Südafrikas gelandet. Einen Tag kam die Löwen. Und er bringt die Venebria, die Löwenräuche, bei. Lernen alles laut und klar und deutlich. Thank you.
Löwen und Hildebriga geht langsam nach Wasserloch hin. Alle schleichen dahin. Auf einmal raschelt überall. Auf einmal kamen Gnus, Büffel, Zebra, Antilopen, Oryx, Affen, Flusspferde, Krokodilen, Bartenschweine, Erdmännchen, Leoparden, Geparden, Hyänen, Schakale, alle kommen in Wasserloch an. Alle trinken. Krokodil war friedlich und still. Vögel fliegt um sie herum. Schreiseadler paaren sich. Alle sind da. Alle Tieren. Und nun landet Hildebriga traurige Ernst. Strenge Termine. Eine furchtbare, gefährliche Armee taucht auf. Und er will Dorsäne haben möchte und Nashörner, Hörner zu holen. Hey Joe, hast du die Knarren schon geladen? Ja, hab ich. Ich habe es alles gemacht. Gute Arbeit, Junge. Ja, gute Arbeit, Kollege. Du kriegst Geld zurück. Aber du musst auch was tun. Du sollst in Matten Dorsäne und Nashörner, Hörner die Matten rausbuckeln. Wenn du das sagst, dann bezahle ich dir einen guten Preis. Danke! Pete, haben wir noch genug Benzin im Tank? Ja, dann habe ich genug. Ich habe genug Benzin im Tank. Danke! Was? Ja, genug, ja! Ich habe schon Benzin! Mann, red doch nicht mit der Frau! Hildebriga steht da und sagt den Tieren: Tiere! Abdruck! Armee im Hintergrund gekommen! Ich sage so laut: Angriff! Alle Tiere schreien, brüllen. Schreien. Schreien, brüllen. Durch wild durcheinander. Rast auf die Lust. Wilderer stand überhaupt nichts. Steht da, reißt den Mund offen, bleibt angepustelt stehen und reißt aus. Tieren rast schnell hinterher. Hildebriga auf Dick Euter. Schießen in Autos und schießen Menschen. Ja, genau so. Hildebriga packt ihr Handy aus und ruft die Polizei an. Auf einmal kam die Polizei und sagt er mit Hildebriga umdraut: Das war Schweineglück gehabt, junger Mann. Das war der Tierschmuggler. Dieser ungewöhnliche Jäger. Er hießen alle Teufel klein. Er lobte mich und verehrte mich. Du kannst Südafrika so lange bleiben, bis wir endet. Wie sie gestorben sind, lebt er auch heute.